Okay. Ein Jäger. Ambush. Noch ein Gegner. Wenn ich jetzt die Pause wegmache, kommt erst der Kampfbeginn, genau. Also ich würde sagen, mein Wolf bindet den hier. What you need? Sie wirft den mal nieder. Und ich spreche Kriegsbeute auf dem Fernkämpfer. So. Okay, wir haben Gesundheitsschaden genommen. Der ist verletzt. Sie sieht noch okay aus. Okay, Nummer Uno ist weg. Und Nummer 2 ist auch weg. Come on, we have to get back to camp. Sure. Erstmal plündern wir die aber. Gold. Also Geld. Ein Intellektbogen und eine Rohlhaare, so eine Rüstung. Hä? Hier scheint ein Lager von denen gewesen zu sein. Wurzel. Die Fußspuren und das Lagerfeuer sind undeutlich. Sie könnten schon mehrere Tage alt sein oder noch älter. Okay, das hier ist ein altes Lager gewesen. Und ansonsten ist da nichts mehr. Gut. Doch, da ist was. Okay, Tab-Taste hilft manchmal. Wir haben Bier. Gut. Wir sollten auf jeden Fall jetzt zum Lager zurück. Okay. Oh. Oh, das sehen wir schon von hier aus, dass das nicht gut aussieht. Kampfbeginn. Okay. Ich kann das nur einmal pro Begegnung machen. Also mache ich es auch gleich mal auf den Jäger. So dass der einzige Gegner zu sein scheint. Okay, so viel zum Thema Umwerf. Plündern wir ihn mal einfach. Der Händler sieht leider nicht mehr so toll aus. Überall um dich herum liegen die massakrierten Überreste der anderen Reisenden verstreut. Ausgestreckt mit aufgerissenen Augen und schmutzig liegen sie gespickt mit Pfeilen und Messerstichen auf dem blutgetränkten Boden. Kalisa führt den Handrücken ihrer linken Hand zum Mund, als ob sie die Schrecken wie giftigen Dampf abhalten wollte. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfe steigend ihre Äxte aus Körpern reißen, als ob sie in zwei gespaltene Holzklötze wären. Sie bereiten sich darauf vor, euch dem ausgedehnten Haufen unter ihren Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen, baumlang kräftig mit einem stattlichen, verknoteten Bart ausgestattet, hält einem Mann, den du als Heodan erkennst, den letzten Überlebenden deiner Karawane, eine blutige Klinge an den Hals. Leg deine Waffen nieder, Eindringling. Verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. Warum habt ihr das getan? Ihr seid in Orte eingedrungen, derer kein sterblicher Mann wert ist. Eindringlinge und Plünderer seid ihr samt und besonders und sonders. Und diesen Frevel werden wir rächen. Also ich sage es nochmal, leg deine Waffen nieder. Vertraut ihnen nicht, sie wollen uns alle töten. Wir tragen hieran keine Schuld, willst du einfach nicht zur Vernunft kommen? Nur ein Narr greift einen schwächeren Feind an, während ein stärkerer noch steht. Deine Tapferkeit ist nur eine Maske, keiner von euch hat jemals einen wahren Krieger erschlagen. Waffe ablegen, nun gut, lass ihn gehen. Bewaffnet bleiben. Wenn ich meine Waffen ablege, sind wir alle tot. Wir tragen hieran keine Schuld. Willst du nicht einfach zur Vernunft kommen? Wir wissen, dass jemand die Ruine betreten hat. Wir haben die Fußabdrücke gesehen und die Echos gehört. Dafür müsst ihr jetzt vor den Göttern Rechenschaft ablegen.
Wir können ihn provozieren. Versuchen wir es mal mit Waffen ablegen. Er schubst Heodan auf dich zu und führt dabei seine Klinge gegen dessen Körper. Heodan schreit und stolpert nach vorne, während ein breiter Schnitt in seiner Kleidung sich rasch blutrot färbt. Der Nant nimmt mit erhobener Axt Angriffsstellung gegen dich ein. Ja. Okay. Ich müsste dann erst einmal in mein Inventar und meinen Bogen wieder anlegen. Oh, Heodan lebt noch. Hat aber gespaltene Rippen. Dann lassen wir den mal wegrennen. Währenddessen machen wir mal auf den Anführer Beute und werfen ihn auch gleich um. Mein Hund, mein Wolf, greift auch mit den Anführer an. So. Du, was kannst du machen? Blendender Schlag. Ein schmutziger Angriff, durch den der Gegner geblendet wirkt. Okay, du blendest mal den Bogenschützen. Ja doch, greif weiter den an. Der Gegner ist nämlich schon fast dem Tode nah. So, alle weg. Des Aufstehens nicht mehr fähig, liegt dein Feind vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchender, unbeständigen Atemzügen. Er schaut dich nicht dich an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns. Angesichts seiner erstickten Seufzer, kaum hörbar, wirbelt ein flüsternder Windstoß die Luft auf. Und die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut, gut, die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin bereit. Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, wobei er explosiv und mit voller Wucht Wurzeln aus der Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er dir langsam unter die Haut fährt und bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt. Und wo der Wind durchbricht, fühlt es sich an, als ob er dich von innen zerreißen würde. Karawanenmeister Odema. Inmitten des heulenden Mahlstroms bewegt sich Odema, der mit Schnittwunden über Bauch und über Brust und Bauch sitzend an einem Wagenrad lehnt. Mit kaum geöffneten Augen und großer Mühe hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Get inside. Schnell hineinrennen. Okay. Du stemmst dich gegen einen Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht und kreist dich in den Furchen eines verwitterten Felsen fest. Dann beginnst du dich den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit einem letzten Energieschub über den Felsvorsprung. Heodan ist aufgrund seiner Verletzung und seines anfänglichen Zögerns zurückgefallen. Als er sich der Felsenhand nähert, stürzt sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, und stürzt mit ihm auf den felsigen Boden. Heodan versucht, seinen erschöpften Angreifer abzuschütteln und schlägt nach ihm, kann dessen Umklammerung aber nicht brechen. Sie sind ganz in deiner Nähe, von deiner Position aus könntest du dein Ziel mit großer Wahrscheinlichkeit treffen. Ja, versuchen wir mal auf den Angreifer schießen. Du ziehst genau und dein Treffer befreit Heodan. Heodan kommt tockelnd auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er aber schon fast oben angelangt ist, bläst ihn eine Windböe zur Seite und reißt eine seiner Hände hoch. Aber indem du dich auf den kalten Fels hechtest, bekommst du sie zu fassen. Du schnappst dir seine andere Hand und ziehst mit schwindender Stärke an. Und du hast das Gefühl, als würden dir beide Arme aus den Schultergelenken gerissen.
Sie halten gerade lange genug, dass Hyodan wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erhebenden Felsvorsprung stellt. Im stärker werdenden Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, als ob sie das Mark aus deinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und Gleichgewicht darauf hebt. Als du unter den alten Torbogen sprintest, beginnt das ganze gesamte Portal unter seinem Gewicht einzustürzen. Cool. Also ich finde das schon mal sehr nice, dass sie solche Zwischentexte einfügen, um die Handlung weiter voranzutreiben. Das wäre storytechnisch sehr gut gemacht. Was that? War das? A Biwik. Had to be. Jodans Worte wechseln sich mit keuchenden Armzügen. Ein Biwik muss so gewesen sein. Then we're lucky to be alive. Dann haben wir Glück, dass wir noch am Leben sind. And we're the only ones. Und wir sind die Einzigen. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. Can you walk? Wir können hier nicht bleiben. Es könnte auch einen Einsturz geben. In dieser Richtung werden wir eh keinen Ausweg finden. Lass uns weiter ins Innere gehen. Sie betrachtet die gezackte Schnittwunde über Hyodans Bauch. Kannst du gehen? Hyodans Unterkiefer verkrampft sich. Er nickt. Gruppe hat Erfahrung erhalten, Questerfahrung gesammelt. Okay, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Eine kurze Verschnaufpause. Glamfantaische Krieger haben der Karawane einen Hinterhalt gelegt. Mein Leiden ist jetzt die geringste meiner Sorgen. Am Fluss gerieten wir in einen Hinterhalt glafantanischer Krieger. Sparfel wurde getötet und wenn man die Schreie vom Lager als Anhaltspunkt nimmt, dann werden nicht nur wir angegriffen. Sparfel scheint es nicht eilig damit zu haben, Wasser zu holen. Ich sollte selbst danach suchen. Okay. Goldtal ist die Hauptqueste. Die Reise nach Goldtal, Ich habe mich gezwungen, in die Ruinen zu fliehen. Da der Rückweg blockiert ist, muss ich darauf hoffen, dass es einen anderen Ausweg gibt. Okay, wurde aktualisiert. Ich bin dem merkwürdigen, tödlichen Wind, der durch das Tal gewütet ist, knapp entkommen. Jetzt aber bin ich in den uralten Ruinen gefangen, von denen uns der Karawanenmeister deutlich gewarnt hat. Ich werde einen Weg durch die Ruinen finden müssen, um mich in Sicherheit zu bringen. Das Problem ist, wir sind alle schon ein bisschen angeschlagen. Er hier vor allem, er hat geprellte Rippen. Hm? Wir können mit ihm sprechen, er hat einen Haufen Messer. Was hat er denn sonst noch so? Trank der schwachen Regeneration. Was macht der? Ausdauer zurückgeben. Okay. Oh. Und ihr solltet hier ihre Waffen zurückgeben. Ah, das eine ist eine Fackel. Hm. Er trägt eine Lederrüstung, okay. Also ja, es ist auf Slots begrenzt, nicht auf Gewicht. In Baldur's Gate ist es ja beides gewesen. Ja, right. An der Formation können wir mal kurz drehen. Der Wolf hierhin, er in die Flanke. Eine niedere Ebene der Ruinen wurde von herabfallenden Trümmern blockiert. Okay. Gehen wir einfach mal weiter und ich muss sagen, die Grafik sieht sehr schick aus. That should be far enough. But what now? Hier unsere Brust hebt und senkt sich mit dem Atemzug merklich. Das sollte weit genug sein, aber was jetzt? Storm has to die sometime. Wir sollten nach einem anderen Ausweg suchen. Irgendwann muss der Sturm ja nachlassen. Was ist da draußen passiert?
Khalifa schüttelt den Kopf. Windsturm, und zwar von der Sorte, wie es sie nur in Eyjaglanfat gibt. Da sie nicht von vielen Leuten überlebt werden, weiß man kaum, was wahr ist. Das glafantanische Wort ist Biawak. Für sie ist es der Weg der Götter, jene Seelen des Landes zu ernten, die den Ausweg nicht alleine finden konnten. Aber sie nehmen lebende Seelen gleichermaßen wie Tote. Hast du deine noch? Ich hoffe mal. Wer hat uns angegriffen? Glafantana. Das wären dann die Hüttenbewohner, vor denen dich Odema gewarnt hat. Sahen nach Fangzähnen von Galawin aus, den reizbarsten aller Stämme. Sie ziehen mit dem Ziel, Kolonisten zu bekämpfen, von Ruine zu Ruine. Armer Odema, ich glaube, das hat er fast erwartet, nachdem wir die Hauptstraße aus den Augen verloren hatten.